Dann muss ich die zumindest nicht mehr in der Hosentasche herstellen. Hier packen wir raus und hier packen wir mal raus und hier packen wir rein und hier packen wir rein. Keine Ahnung, ob das ein guter Plan ist. Ich finde es raus. Wie immer. Der, der und der. Kiste. Eine Kiste, eine Kiste. So, halt, da war's auch. Okay, die Eisenplatten sind schneller gepackt als die da, von daher passt dort. Okay, das, was du herstellst, geht fast alles da rein. Moment, also du brauchst eine Eisenplatten für Rohrleitung. Wir haben mehr liegen, es sammelt sich nicht an. Okay. Ja. So, haben wir da schon mal ein paar, haben wir da schon mal ein paar. Jetzt gehe ich da mal wieder hin. Ach, du hast keinen Saft da. Nicht, dass du was wegpacken könntest, aber Saftarozzi. Jetzt gucken wir mal hier nach. Die Zahl sinkt. Ne? Also wir waren vorhin bei 6, jetzt ein bisschen niedriger. Ich habe ja mehr aufgestellt. Ist meine Theorie vielleicht falsch? So, dass diese 6 Megawatt... Jetzt waren wir 6 Megawatt. Haben wir das jetzt übrig oder nicht? Oder produzieren wir das? Nee, konsumieren das und produzieren nur so viel? Also mein Gedanke ist, dass der gesamte Balken hier, nicht nur der grüne Bereich, sondern der gesamte, die Produktion ist. Und der gesamte grüne ist der Verbrauch. Und von unserer Produktion wird jetzt etwa so viel verbraucht, von unserer maximal möglichen Produktion. Bin ich aber nicht sicher. Nicht sicher. Achso. Kohle. Coca-Cola, Coca-Cola. Oh, nee. So. So. War ja klar. So, nur aber. So, Tunnel. Und Ärmchen. Du hast sogar schon Petroleum liegen, du musst das jetzt nur noch abarbeiten, ne? Yay! Immer noch totale Überproduktion, immer noch zu wenig Kupfer. Obwohl, nee, jetzt fließt das Kupfer gut, ne? So, Ärmchen werden produziert. Ausreichend, wie es aussieht, aber nicht wirklich viel. Ich hätte schon ganz gerne eine etwas massivere Produktion. So was aus Upgraded Tanks. Ja, ich finde ein bisschen schade, dass er nicht beibringt, beisteht, was es bringt. Ne? Ein Upgraded Tank hat mehr Gesundheit als der alte. Aber, ja, passt da jetzt auch mehr rein. Also ich vermute, dass da mehr reinpasst, aber ja, die Information wäre halt schön. Hat die gleiche Gesundheit wie der alte, okay. Ist bei allen gleich. 85 Kobaltplatten. Oh, ne? Ölraffinerie Mark 2. Ja, Gemstone Processing. Habe ich jetzt irgendwas wirklich Sinnvolles für mich aktuell? Da war immer noch die Drohnen, ne? Die Sache mit den Drohnen. Da können wir jetzt Logistik-Truhen machen, aber noch nicht. Ach, hey. So, du führst zu Flying Robot Frame.
Da sind die Roboter, die wir benötigen. Die haben wir schon. Nee. Das da müssen wir nicht mehr machen. Tada. So. So. Du. Du. Und die ersten Dinger sind da. Yay. Wofür brauchte ich die? Rot. Rot. Okay. Gut, wir sind da gleich durch. Dann können wir Tanks aufstellen. Mache ich mal 5 Tanks. Nee, den nicht. Den da. Ach so. Ja, hier kommt nämlich das Problem. So. So, jetzt kann das da einfüllen. Währenddessen kann er weiter produzieren. Ach, juhu. Rot in der Hosentasche. So, wofür brauche ich die roten jetzt nochmal? Ich glaube, das war klar totaler Humbug, ne? Mit meiner Plastikproduktion da eben. Ich brauche nämlich dauerhaft roten Zuschub, glaube ich. Wegen den, wo sind sie, grünen Armen? Die. Nee. Nee. Nee, brauchen sie nicht. Jetzt bin ich doppelt verwirrt. Ach so, er braucht rote direkt. Ah, ja, ich muss eine richtige Chemieproduktion aufbauen. Also stehe ich wieder am alten Punkt, Strom. Boiler Mark 1, Boiler Mark 1. Nee, Mark 2. Halt, guck hier erstmal. Effizienz 200%, Effizienz 200%. Boiler Mark 2 und High Powered Boiler Mark 1. Beide gleich gut anscheinend. Hier. So, Standardrotor. Okay, Eisen. So, dann könnt ihr langsam rauspacken. Währenddessen sammle ich hier oben Eisen. Naja, ist ein bisschen viel, ne? Okay, es kommt nicht wirklich viel an, muss ich sagen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keine Ahnung, wie viel ich schon hatte. Ich glaube nur einen, ne? Rodor. Rodor. Stein. Ja, ist alles so ein bisschen Flickschusterwerk hier, ne? Ich glaube, ich habe nirgends eine Steinsammlung, ne? Also irgendwo einen Container, wo ich Steine drin sammle. So, ich packe erstmal die Dinger, die wir da haben, da hinten mit hin. Also tausche die aus. Oh, schön. So. Fangen wir mit denen mal an. Die machen mehr als das Doppelte an Umweltverschmutzung. Ja.
verbrauchen 1,6 Megawatt und ihr verbraucht 668 Kilowatt. Okay. Ja, es wäre wirklich schöner, wenn da mit Zahlen gearbeitet wird, statt mit Balken. Aber okay. Also hier, okay, haben wir natürlich Zahlen. Was ist das denn hier? So, jetzt haben wir schon wieder konsumieren 8 Megawatt. Ich glaube, das ist tatsächlich meine Produktion gewesen. Ich produziere nur 8 Megawatt, oder? Wie viel macht denn einer? Ich bin echt verwirrt. Also momentan, das sind ja 3 mal 8 rechnen müsste man jetzt auch noch können. Ich produziere doch mehr als 8 Megawatt. Also deutlich mehr. So ist jetzt die Frage. Kann doppelt reingepackt werden. Jetzt gehe ich mal eben hier hin. Das ist auch eine Frage an euch, die könnt ihr vielleicht beantworten. Ich habe ja nun, bei dem Boiler habe ich Effizienz von 100%, bei dem Boiler habe ich eine Effizienz von 200%. Das heißt, einer von denen könnte jetzt zwei von den normalen Maschinen versorgen. Oder wie läuft das? Könnt ihr auch zwei von den Secondary, also MK2s versorgen? Oder ist das dann wieder 1 zu 1? Oder wie läuft das? So, den letzten Door. Gucken wir mal her. So, den tauschen wir auch aus. Ich wage zu behaupten, dass ich hier die 4 noch anklemmen kann, ohne Schwierigkeiten. So, den brauche ich da ja nicht. Jetzt muss ich hier nur noch die Wasserleitung ziehen. So, wenn ich das richtig sehe, wird etwas mehr als ein Drittel verbraucht von unserer Energie, die wir produzieren können. Hier sollte erstmal Puffer sein, ne? Genügend Puffer meine ich natürlich. Da war immer noch die Sache mit Blau, ne? Für Blau brauche ich Chemie. Okay. Oh, hallo. Routers. So, Logistikroboter. Research. Nicht, dass ich davon schon welche bauen würde oder so. Aber schön, dass wir es könnten. Hey. Genau, ein paar Ziegel wollte ich noch mitnehmen. So eine Handvoll. Ach, da fehlt tatsächlich Rohstein. Da ich hier eh die Steinecke habe, kommt hier ne, Abbauer für Rohstein. Und Kiste. Jetzt will ich. Ich glaube ich grüne Schaltkreise oben, ne? Wenn nicht, dann. Tja, da kommen gar keine an, weil ihr zu wenig Eisen habt. Ich klaue zu viel Eisen. Obwohl, so viel ist das auch gar nicht. So viel ist das doch gar nicht. Aber hier kommt nichts mehr an, ne? Die besseren Rohre konnte ich, glaube ich, schon herstellen. Da. Und ihr braucht die normalen. Von daher, ach, das ist schön. Das baut aufeinander auf. Das finde ich gut. Dann ist das nicht umsonst produziert. So. Jetzt komme ich aber wieder zu dem Punkt. Ich möchte ja endlich gerne blau herstellen. Und das zieht sich ja ewig hin.